Ja, guten Tag. Ich bin Berliner seit Geburt und seit etwa 1984, 85 Beobachter, teilweise auch Spieler, Fan von den Flugsimulatoren, hauptsächlich Microsoft, die rausgekommen waren. Kann mich noch damals erinnern, auf dem C64 waren es letztlich bloß blaue, grüne Flächen mit ein paar weißen Linien. Da hat man sich schon gefreut, dass Chicago ein Hochhaus hatte mit zwei Antennen obendrauf. Lang, lang ist es her. Und viele, viele Jahre habe ich mich nicht mehr um das Thema gekümmert. Aber jetzt hat es mich doch angejuckt. Der Flugsimulator 2020, der musste her. Gestern habe ich es dann endlich gemacht. Ich habe ihn mir angeschafft, installiert. Und das hier ist jetzt einer der ersten Flüge über meine Heimatstadt. Weil ich einfach mal sehen wollte, was geht mit dem Ding und wie gut sieht das alles aus auf dem Bildschirm. Die Auflösung ist UHD. Der Rechner hat nur eine relativ schwache Grafikkarte für diese Anwendung, eine 1080er von Nvidia. Da werde ich sicherlich bald irgendwann mal aufrüsten. Die 30er-Serie ist ja gerade an den Markt gekommen. Aber ansonsten ist der Rechner ganz gut aufgelegt. Ein 9900K-Prozessor von Intel, ein i9, 32 GB RAM. Ja, die Daten kommen von der SSD. Sollte eigentlich ganz flüssig laufen. Probieren wir es mal aus. Schöne Feld von oben. Das sieht schon mal sehr gut aus. So, und dann werden wir mal probieren, ob wir hochkommen. Ich habe bewusst eine relativ kleine Sportmaschine ausgewählt. Ich wollte relativ langsam und problemlos fliegen. Ich will einfach was von der Umgebung sehen und ich denke, dafür ist das Ding ganz gut geeignet. Der Start war auch recht unproblematisch. Steuern geht ganz gut. Keine Nervosität. Ich bediene das Ding mit einem normalen Gamepad für die Xbox. Ich will eigentlich nur genießen, wie das hier so aussieht. Und das ist schon mal verdammt gut. Jetzt versuche ich mal in Richtung Nordwesten zu fliegen. Und dort sollten wir die B96A weit unter uns haben, eine Bundesstraße zwischen dem Flughafen Schönefeld und den Orten Teltow und im Prinzip nahe an Berlin ein. Links sieht man den Bahnhof kommen. Das sieht alles korrekt aus. Und hier liegt auch die Bundesstraße schon unter uns. Ich werde darauf jetzt mal einschwenken. Unfassbar. Die Wälder, die Felder. Das ist schon ein großes Kino. Da unten fahre ich sonst relativ häufig mit dem Auto lang. Sogar kleine Fahrzeuge bewegen sich da unten. Das ist wirklich gut. Wahnsinn. Ja, da rechts sieht man Hochhäuser. Das ist Gröblostadt. Das passt soweit. Hier unten ist auch die eigentliche B96. Da geht es rechts zum Kirchheimer Damm rein. Mariendorfer Damm, Tempelhofer Damm, die Achse. Und jetzt fliegen wir weiter Richtung Teltow. Das könnte hier Dahlewitz sein. Da ganz hinten sehe ich schon so fabrikartige Gebäude, so einen hellen Fleck. Erscheinen leicht rechts. Das ist das Güterverkehrszentrum. An der B101. Das stimmt auch frappierend gut.
So, und jetzt werde ich leicht nach rechts steuern. Da geht es nach Berlin rein, Ostdorfer Straße. Da um die Ecke wohne ich quasi. Also ich will meine Instanz rüberfliegen. Direkt der südwestliche Stadtraum von Berlin ist das. Links ist wieder Verkehrszentrum. Der kleine Ort jetzt links an der Fliegespitze. Ja, etwas weiter oben, ja, da links ist Heinersdorf, ein kleines Örtchen. Und dann führt hier eine kleine Allee rein nach Berlin. Hier mit so einem Rechtsschlenker über die Felder. Und dort geht es dann in die Ostdorfer Straße rein, als Eingang Berlin. Das, was man da links jetzt grün sieht, ist das alte amerikanische Übungsgelände. Da werden wir demnächst ein riesen Bauvorhaben drauf machen. Das schade ist, dass grün dann verschwinden wird. Hier sollten Hochhäuser sein. Ostdorfer Straße, ja, die fehlen so ein bisschen, beziehungsweise scheinen mir zu niedrig. Das ist die Celsiusstraße, Leonstraße. Und ist die S-Bahn. Und hier fliegen wir jetzt direkt über mein Zuhause rüber. Also links unten. Ja. Da ist der Teltow-Kanal. Dort ist Obi hinten, der große Friedhof, Lichterfelde. Jetzt haben wir einen Bogen gemacht auf dem Teltow-Kanal. Hier mussten drei große Kraftwerkstürme stehen, inzwischen sogar vier oder fünf. Hier ist nämlich das große Heizkraftwerk Lichterfelde, das führt im Kanal. Und jetzt fliegen wir auf das Klinikum Steglitz, wie es früher hieß. Es gehört inzwischen zur Charité. Standort Hindenburg, dann ist es dieses große Gebäude hier unten. An die Amerikaner Anfang der 70er Jahre den Berlinern geschenkt. Eine der besten Kliniken hier in Berlin. Jetzt fliegen wir in Richtung Steglitzer Kreise. Der ist dort vorne. Ist etwas zu breit geraten. Da stimmen die Modelle offenbar nicht, die sie anhand der Satellitendaten generiert haben. Und jetzt fliegen wir über die B103. Das ist eine durch eine Umgehungsautobahn sozusagen. Links ist die Schlossstraße, Einkaufsstraße, und hier wurde, ich glaube auch schon in den 60er Jahren, eine Entlastungsautobahn Richtung Schöneberg gemacht. Und wir fliegen jetzt auf das Gasometer Schöneberg zu. Das ist am Ende dieser Autobahn im Bereich Sachsen. Da. Ganz rechts hinten kann man auch den Flughafen Tempelhof erkennen. Heute ja nur noch das Tempelhofer Feld. Es dürfen ja keine Flugzeuge dort mehr starten und landen, was ich persönlich schade finde. Hier ist jetzt das Gasometer Schöneberg, oder der Gasometer. Hier ist auch ein Industriepark unten, die sich viel um erneuerbare Energien kümmern. Und jetzt sehen wir da hinten schon den Alexanderplatz mit dem Fernsehturm rechts hinten. Und den Tiergarten. Das ist da hinten diese große grüne Fläche, die immer näher kommt. Und wir fliegen jetzt genau auf den Potsdamer Platz zu. Und werden dort mal rüberfliegen. Das Sony Center kennt man schon. Das Deutsche Bahngebäude. So, hier ist der Potsdamer Platz. Wunderbar. Jetzt zur Stadtmitte. Richtung Fernsehturm. Wir haben dort über den Berliner Dom und das neue Stadtschloss rüberfliegen. Ja, rechts das Stadtschloss ist noch nicht fertig. Das sieht noch nach einer Baurübe aus. Der Berliner Dom. Und rechts der Alexanderplatz mit dem Fernsehturm. Fantastisch. Ach, schlag mich tot, welcher Bahnhof das ist. Ist es der Ostbahnhof? Ich weiß es nicht genau. Jetzt fliegen wir Richtung Tiergarten. Straße ist 7. Juni.
ist der Tiergarten und im Hintergrund sieht man bereits den Flughafen Tegel. Und hat er zweieinhalb Flughäfen. Der halbe soll ja noch fertig werden dieses Jahr. Dort unten der Reichstag, das Kanzleramt, Regierungsviertel. Hier die schwangere Auster. Und das hier im Spreebogen, ich weiß nicht, ob man das Schlange nennt, dieses Haus, das charakteristische, geschummelte Haus. Und hier sehen wir die Goldelse. Die Siegessäule. Jetzt geht's Richtung Schöneberg. Und Richtung Tempelhofer Feld. Das werden wir uns jetzt auch mal genauer ansehen. Es ist unglaublich gut gemacht. Von einer Firma, die nicht unbedingt Deutschland ganz weit oben auf der Liste hat. Es ist Wahnsinn, was die aus den Satellitendaten generieren können. Und mit KI. Also, ich hätte das nicht erwartet. Hier sehen wir das Tempelhofer Feld und das größte Gebäude der Welt, soweit ich weiß. Oder das längste. Das Flughafengebäude Berlin-Tempelhof. Noch aus der NS-Zeit. Vieles nie fertig gebaut unten. Und hier sind die Rosinenbomber gestartet und gelandet. Südlich davon ist die Stadtautobahn. Und da werden wir jetzt einschwenken. Die A100. Und wir werden der bis zum Dreischarlottenburg folgen. Zum Funkturm, Westfunkturm und dem Internationalen Kongresszentrum ICC. Das unter uns ist die A100. Der Berliner Innenstadtring. Der nur ein halber Ring ist, wie man es meint. Dann ist Möbelkraft. Sogar mit Schild dran. Perfekt. Die 100 schlängelt sich jetzt hier unten durch. Wir kürzen jetzt ein bisschen ab. Und dort vorne, leicht links, kommen drei Türme. Das ist die Müllverbrennungsanlage von Vattenfall. Am Steglitz-Zubringer. Schlangenbader Straße, jetzt links. Aber wir fliegen weiter der A100 entlang. Hier sind wir im Bereich Hohenzollern-Damm. Das Hochhaus ist da auch sehr bekannt. Hier kommt ein großes Bauhaus unten. Eine Seebrücke. Und da ist das ICC, der große Kasten links und der Berliner Funkturm auf dem Messegelände. Dort hinten ist der RBB, hier unter uns das gesamte Messegelände, Messe Berlin und den Sommergarten. Jetzt wollen wir eine kurze Biege noch versuchen Richtung Teufelsberg. Dann kann man da schon sehen, also am ehesten sieht man diesen gelben Fleck, das ist der sogenannte Drachenberg, den kann man begehen. Viel los mit Drachensteigen lassen, Drohnen und im Winter ohne. Und links oben im Wald sollte die alte amerikanische Abwehranlage sein. Der Teufelsberg. Von den Modellen nicht ausreichend. Stimmt nicht so ganz. Und jetzt fliegen wir auf das Olympiastadion Berlin zu. Hier unter uns die Heerstraße, rechts das Lycorbier Seehaus. S-Bahn, links das Maifeld, unter uns das Olympiastadion und rechts der Olympische Platz, viele Sportplätze. Dort hinten eine große Gebüschstruktur, die ist vermutlich Reuter West, aber ich glaube,
Und das ein Kühlturm sein soll, da fehlt noch ein bisschen was. Aber insgesamt, aber. Jetzt sind wir dann im Bereich Siemensstadt, dort vorne die größeren Gebäude, die Hochhäuser, auch diese vielen flachen, roten Gebäude, das ist Siemensstadt hier. Links das Schaltwerk, Dynamowerk, Fürstenkönner Weg. Es ist ein Knaller. So, und jetzt sind wir auch schon in der Nähe des Tegeler Flughafens, der bald zugemacht wird, wenn der BER dann endlich mal aufmacht. Und wir werden mal versuchen, da zu landen. Wie gesagt, das ist mein erster richtiger Flug mit dem Flight Sim. Und generell bin ich schon lange nicht mehr so Simulator geflogen. Echt sowieso nicht. Aber so aus alten Zeiten, so ein bisschen was geht immer noch. Rechts an der Flügelspitze sieht man den Westhafen. Da fliegen wir jetzt im Moment Richtung Wedding rein. Und hinterm Westhafen, jetzt an der rechten Flügelspitze, ist das Virchow-Krankenhaus, auch die Charité. Ein großes Krankenhaus, schon sehr lange in der Stadt. Teils noch sehr alte Gebäude, teils sehr moderne. Auch ein sehr guter Ort, wo wir gesund werden. So, jetzt drehen wir einen Bogen, das dürfte hier so der Bereich Kurt-Schumacher dann sein. Das ist Einflugschneise für viele Verkehrsmaschinen, Tegel, und da sehen wir auch schon die Landelichter. Und wir werden jetzt versuchen, auf der rechten Landebahn runterzugehen. Also runter schaffen wir es bestimmt, aber wir versuchen mal zu landen. Ja, ist nicht ganz leicht, ja, aber doch, doch, das geht. Ja, ja, das hätte schlimmer sein können. Also ich muss sagen, der Flugsimulator 2020, der übertrifft alle Erwartungen. Das hätte ich so mir nicht vorstellen können auf einem Heimcomputer. Ich bin vor 1,5 Jahren mal in einem Jet-Simulator geflogen, ein Airbus 380. Das war ein Geschenk meiner Familie zum Geburtstag. 2 Stunden lang, habe das sehr genossen. Ich muss aber sagen, die Grafik, sie war nicht besser. Ich glaube eher schlechter. Vielleicht noch zur Ergänzung, ich hatte hier das aktuelle Wetter, die aktuelle Uhrzeit verwendet. Das passt soweit. Wir haben hier einen relativ sonnigen Tag in Berlin, rund 20 Grad Celsius, Spätsommer. Mitte September. Tja, Tegel. Bald bist du zu. Schade drum. Super Flughafen, zentral gelegen. So, und dann sage ich auch schon Danke, wer immer auch hier sich das angeguckt hat, dieses jämmerliche Fliegen. Aber ich hoffe, es war ein bisschen interessant, eben nicht nur die amerikanischen Städte mal zu sehen, sondern einfach auszuprobieren, was bietet der Flugsimulator uns Deutschen eigentlich?
ganz lokal, uns kleinen Deutschen am anderen Ende der Welt. Und ich muss sagen, fantastisch. Kann man auch hier machen, super gut. Ich bereue keinen Cent, den ich dafür ausgegeben habe. Ansonsten wünsche ich allen Zuschauern, Zuhörern alles Gute und ich klinke mich dann jetzt aus und suche mir nur noch einen Parkplatz. Danke, tschüss.